So, liebe Bubis, wir machen weiter mit unserem großen Überthema Einfachtanzen und haben uns heute mal den Stops gewidmet. Stop in der ganz klassischen Form nach dem Rückschritt in die Stop-Seite gehen. Komplett stehen zu bleiben für die beiden Wechselschritte und dann geht es mit Rückschritt weiter. Wir zeigen es mal mit einem Grundschritt vorne weg. 3, 4, Rückschritt, Wechselschritt, Wechselschritt, Rückschritt, Stop. 3 und Rückschritt. Gut. Das Ganze bauen wir ein in den Schulterfassen. 1, 2, 3 und Rückschritt, Wechselschritt, Wechselschritt, Rückschritt. Rückschritt, bam, 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 Rückschritt. So, war ganz witzig, aber ist total easy, wenn ich richtig führe. Gehen wir mal das von hinten anschauen. Normal gehe ich in den Schulterfassen ein bisschen locker, ein bisschen weg. Möchte ich aber die Dame wirklich im Oberkörper steuern, gehe ich nah ran und die Hand nach unten. Weil jetzt habe ich hier einen Punkt und hier einen Punkt und kann hebeln. Und da kann ich das Ganze zwischen führen. Wir machen es mal so, dass ihr das von hinten seht. So, was man mit dem Fuß hoch machen kann, die Dame so rausführen, kann ich es auch umgekehrt führen. Die Dame kommt wieder rein, genau dieselbe Haltung. Ich habe jetzt hier vorne auf den Beinen bei dem ersten Wechselschritt stehen. Für den zweiten Wechselschritt stehe ich auf, rück vor. Wenn wir das mal durchzählen, bleibt der normale Ablauf erhalten. Rück vor, Wechselschritt, rück und Wechselschritt, rück vor und wieder raus. Gut, das waren mal zwei einfache Stops.